Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der letzte Tag mit den Aubert Rise Rädern. Morgen bringe ich die zurück. Vielen Dank nochmal an MTB Sonne Spree, dass ihr uns versorgt habt, solange unsere Bikes in der Werkstatt sind. Und dass wir halt diese Bikes testen durften. Ich habe das Bike jetzt ja etwas mehr als eine Woche getestet, also zwei Wochenenden sozusagen. Und heute möchte ich euch mein persönliches finales Fazit geben. Wir fahren die Runde, die wir eigentlich am ersten Tag fahren wollten, wo dann das Gewitter kam. Und ja, wir sind gerade auf dem Hinweg, ganz gemütlich im Eco, ein bisschen Akku sparen. Aber ja, ich werde euch ein Feedback geben heute und auch sagen, was mir gut gefällt, was mir nicht gefällt, was ich ändern würde am Rad, wenn ich es kaufen würde und ob ich es überhaupt kaufen würde. Also bleibt dran. So Leute, hier haben wir schon das erste Problem und zwar ist heute rund um Köln. Deswegen fahren wir auch mit dem Rad zu den Trails, weil mit dem Auto kann man das echt knicken an dem Tag. Jetzt müssen wir einmal die Straße überqueren, während diese Roadies hier ja, schnell die Masse kommt. Wir haben auch einfach viel zu laute Narben, ne? Ja. Und dann fahren die hier durch die Waldstücke und der Borkenkäfer kriegt dann wieder einen Ausraster und fällt die ganzen Bäume. So Leute, wir sind schon da, sind jetzt beim Uphill. Das erste, was natürlich ein großes, ja, ein großer Pluspunkt ist, tatsächlich ist der ja, lang anhaltende Akku und die Power beim Uphill. Also ich habe den Trail-Modus auf 35 Newtonmeter eingestellt, dass das so ist wie beim Kinevo. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es ist irgendwie stärker. Und wenn du 60 machst halt im Boost, dann ist eher Granate, ne? Bist du ruckzuck oben. Wir fahren mal hoch und dann gibt es auf die ersten Abfahrt. Ja, das ist jetzt Style. Bist du breit? Breit wie Brechsand? Ja. Sagt man das so? Breit. Nein. Das heißt ja braun gebrannt, breit gebaut, ne, breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank. Ja, so irgendwie. So irgendwie, breit, ja. Breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank. Ja. Man zieht die Michi direkt vor, Junge. Hopp. Mehr, ne? Mir stinkt's hier.
Scheiß Linien gerade. Matschig. Na, wir kommen dann noch einen Abhöhe irgendwo. Ja, hier. Oh Gott! Da wollte ich eigentlich mal drüber fahren jetzt. Ich habe den falschen Gang hier. Fällt mir gerade auf. Ich kann viel mehr mit Pushen, Arbeiten und so weiter. Den Horror Trail hier. Leute, den Trail mag ich einfach gar nicht. Ich weiß gar nicht genau warum. Das ist so ein Ding. Den bin ich mal am Anfang gefahren. Und seitdem hat man dann so ein Paranoia vor manchen Dingen, ne? Oh, guck mal jetzt an, wie das hier auch kaputt gefahren ist. Natürliche Anleger hier. Du bist aber eine andere Linie wie ich gefahren. Ja, ich bin die direkt links rein, ne? Ich bin direkt daneben. Ja, die, wo weniger Wurzeln sind, glaube ich, ne? Wo du gestürzt bist. Ja, ja, die bin ich gefahren. Hä? Die Line, wo du gestürzt bist, bin ich drüber gefahren. Echt? Ja. So Leute, der Tag neigt sich dem Ende zu, weil ihr seht, der Akku neigt sich auch dem Ende zu. Wir sind jetzt noch an einen anderen Spot gefahren, nehmen hier noch ein paar Trails mit. Und dann gibt es gleich auch noch mal so das finale Fazit. Ne? Aber ich werde schon das Bike ein bisschen vermissen, glaube ich. Jupp, jupp.
Hoppa! Ah, den Table, also diesen neuen Jump, den sehe ich irgendwie nie. So Leute, der Akku ist fast leer, das heißt, wir machen jetzt gleich auf den Weg nach Hause. Ich muss sagen, das Rise hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Also das ist auf jeden Fall der Punkt, den ich so am meisten betonen würde, wenn ich sagen würde, ja, wie hat dir das Bike gefallen? Es hat einfach übelst viel Spaß gemacht. Es gibt ein paar Sachen, die ich ändern würde. Und zwar, kommt mal mit. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich jetzt das Modell gekauft hätte, würde ich die Griffe anpassen, weil die sind mir einfach zu dick. Ich würde den Sattel anpassen, weil der tut mir am Po ein bisschen weh. Und ich würde auf jeden Fall die Reifen anpassen. Besonders der Hinterradreifen ist, wenn es nass wird, echt kein Spaß. Das war am ersten Tag echt kritisch. Der Vorderradreifen, der geht tatsächlich klar. Ich glaube, hinten ist dieser Recon drauf, vorne der Dissector. Der Dissector ist gar nicht so verkehrt, aber der hinten, da brauche ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Grip, wenn es nass ist. Mein Fazit, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich möchte jetzt ein E-Bike kaufen, und ich möchte damit hauptsächlich sowas fahren wie Flow Trails, normale Trails, Single Trails, so zu Hause vor der Haustür. Dann kleinere Sprünge, aber keine riesen, mega fetten Sprünge. Dann ist das optimale Fahrrad, finde ich. Also es gibt natürlich noch mehr in der Kategorie, aber für mich persönlich hat das echt überzeugt. Vor allem Preis-Leistung ist Orbea wirklich nicht schlecht. Ihr könnt euch mal die Preise angucken. Es gibt auch immer mal wieder Sachen von Vorjahresmodellen, die gut für den Geldbeutel sind. Das ist jetzt natürlich ein 2023er Modell. Ich vermute, dass da der große Akku drin ist. Ich weiß es tatsächlich nicht genau. Ich glaube, für mich wäre der große Akku auf jeden Fall die richtige Option. Für die Michi zum Beispiel, die ist leichter. Ich glaube, die würde mit dem kleineren hinkommen. Ich bin ja auch mal vom Kevin jetzt das Vorjahresmodell in Carbon mit einem kleineren Akku gefahren, da ist das Bike nochmal leichter, wiegt nur knappe 19 Kilo oder so, dann ist das natürlich noch verspielter. Hat mir auch gut gefallen. Wobei ich sagen muss, das hatte dann Full Kashima, volle Hütte Fahrwerk, das habe ich nicht wirklich gemerkt. Also da würde ich sagen, reicht auch tatsächlich so ein etwas günstigeres Fahrwerk. Gerade wenn man ein agiles, verspieltes Bike sucht, dann seid ihr auf jeden Fall mit dem Orbea richtig bedient, und wenn euch die Geräuschkulisse vom Motor beim Bergauf- und Bergabfahren vom EP8 nicht stört, man vergisst es mit der Zeit. Also ich habe es gemerkt, desto länger ich das jetzt gefahren bin, desto weniger ist mir aufgefallen. Aber ja, darauf muss man sich auf jeden Fall natürlich ein bisschen einstellen. Ansonsten finde ich, ist es ja das perfekte E-Lite MTB, das perfekte E-Bike ist. Ja, da ist man irgendwie immer noch so ein bisschen auf der Suche. Weil ein Bike irgendwie das alles kann, gibt es aktuell ja irgendwie nicht, ne? Aber ich muss sagen, das Orbea hat mir mega viel Bock gemacht. Bin ein bisschen traurig, dass ich es jetzt abgeben muss morgen. Und dass das so die letzte Ausfahrt war, weil es hat echt wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. So ein Bike hätte ich gerne so einfach, ja, wenn es mal... Einfach, wenn man so zum Spaß in den Wald fährt und einfach zum Spaß ein bisschen fahren will und nicht irgendwelche krassen Roadgaps oder sowas springen will, dann ist das Bike auf jeden Fall genial und werde ich ein bisschen vermissen. Danke nochmal an MTB Sound Spray, dass wir die Bikes testen durften, und wir gehen jetzt gleich schön zu Hause putzen, dass ihr die frisch wiederbekommt, und dann hoffen wir, dass unsere Bikes fertig sind für den Österreich-Urlaub. Also, da kommt auf jeden Fall noch einiges an Videomaterial auf euch zu. Lasst gerne ein Abo da, abonnieren, kommentieren, schreibt mal rein, was so euer Favorit in Kategorie E-Lite MTB oder E-Bike ist aktuell. Vielleicht, was ihr auch fahrt. Es gibt ja super viele mittlerweile, die E-Bike fahren, und es werden irgendwie immer mehr. Also, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.